Und wir starten mit Frostpunk 2, frisch zum Release, Leute, über den Xbox Game Pass, weil ich habe es auf dem Game Pass gesehen und dachte mir, nee, da bestelle ich nicht vor. War ich ein bisschen zu geizig, dachte ich mir, ey, Game Pass gönnen wir uns und ja, mal schauen, wie es ankommt. Wenn es gut ankommt, wenn es auch Bock macht, dann spielen wir es weiter. Wir testen jetzt erstmal rein und ja, gehen einfach direkt in den Story-Modus. Willkommen zu Frostpunk 2. Was muss man da aus dem Spiel? Ja, es soll angeblich, angeblich, was heißt angeblich? Es soll sehr schwer sein. Dass man schon doch öfter failed. Schwierigkeit, Bürger. Eine moderate Herausforderung, die Raum lässt für Fehler. Okay, und was sollen wir sagen hier? Fehlt noch nicht gleich das Ende. Ja, ich würde sagen, das ist halt einfach, normal, schwer und sehr schwer, deswegen wir machen Offizier, ja? Überlebensmodus. Du kannst Schwierigkeiten, ich bin nur beim Starten eines neuen Spiels anpassen. Trotz aller Schwierigkeiten. Es gibt keine aktive Pause, Botschaft. Nee, wir machen, dass wir auch normal speichern können. Und starten jetzt einfach mal. Aber für Leute, die Herausforderungen mögen, ne, ist es ganz gut. Aber ich glaube, ich werde so oder so Fehler machen. Definitiv. Deswegen, wir spielen auch für normal. Auf leicht würde ich jetzt sagen, nee, das muss nicht sein. Beliebige Taste drücken. Na dann. Can you hear us? Captain! Do you hear us? A generation ago, we fled the crumbling British Empire. I held New London together, united. We survived 30 years. Alright, der Sound war irgendwie ziemlich laut, obwohl ich den relativ runtergeregelt habe. So, also, wir müssen überleben. Wir sind schon seit Jahren Eiswüste. Ach so, viele von uns erinnern sich nicht an die Welt vor dem großen Frost, weil einfach jetzt eine neue Generation halt da ist, ne? Also Frostpunk 1 war ja so Schnee, ihr wisst, glaube ich, ne? Ich glaube, ich muss es nicht erklären. Auf jeden Fall war das ja sozusagen die erste Generation, die mit dem Schnee klarkommen musste. Und jetzt gibt es halt schon 30 Jahre sind vergangen, ne? Viele sind ja dann mit dem Schnee aufgewachsen, waren entweder kleine Kinder oder frisch geboren. Ja, in der Vergangenheit stellten wir uns immer sicher, dass wir genug Vorräte für den nächsten Schneesturm hatten, aber wir sind über die Jahre immer zahlreicher geworden und die Versorgung wird immer schwieriger. Das heißt, die Ressourcen werden immer knapper, ne? Es wird halt nicht besser. Es gibt halt keinen Lichtblick. Dann heißt es, wir müssen überleben. Das heißt, die Welt hat sich kein Funken verbessert. Im Gegenteil, Ressourcen werden knapper. Es wird schwieriger. Schlimmer. Brutaler. Aber die Leute kennen es schon halt, ne? Das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Die neue Generation, die hat sich schon damit. Ja, die kennen halt nichts anderes. Die kennen halt nicht, wie die Welt früher war.
Das muss man auf jeden Fall auch berücksichtigen. Der Prolog. Die Wand nach. Dann schauen wir mal. So, das Wrack des alten Dreadnought liegt immer noch unterm Schnee begraben, aber in den verstreuten Anhängern lagern weitere Ressourcen. Wir müssen zuerst ein Eis brechen. Okay. Wir müssen wieder mit Wärme versorgen. So, breche das Eis. Und schalte den Ofen frei. Eis brechen. Ist jetzt egal wo. Ach so. Ach hier. Ja. Hier drumherum. Ach so, wir haben. Ah, warte mal. Können wir das auch wieder rückgängig machen? Ja. Das heißt, den Weg hier. Da hinten können wir noch nicht. Vielleicht in die Richtung dann schon mal. Ich glaube, das ist gut. Vielleicht hätten wir auch hier drumherum. Warte mal. Ich will mal ganz kurz testen. Wenn wir jetzt hier, sage ich mal, könnten wir noch irgendwas entdecken? Nee, ne? Ja, dann würde es, denke ich mal, am meisten so Sinn machen. Uns in die Richtung schon mal freikämpfen. Und wie bestätigen wir es jetzt? Zentrum bauen. Bezirke bauen. Ach, Eisbrechen, gut. Und das läuft jetzt? So, brich das Eis im Ölhanger und baue einen Förderbezirk. Schalte den Ofen im Dragon Rack ein. Wärme zu produzieren. Bezirk bauen. Können wir das jetzt schon machen? Wohnbezirk, Nahrungsbezirk, Förderung. Können wir noch nicht, oder? Aha, Nahrungs. Also das könnten wir schon machen. Wohnbezirk würde auch funktionieren. Das hier noch nicht. Nahrung. Ich weiß nicht, sollen wir das jetzt schon machen? Wird uns ja nicht empfohlen, ne? Bau Nahrung auf fruchtbaren Erde. Ja, müssen wir ja, wenn schon, dann da machen, aber hier. Geht's ja ähnlich, wir könnten allerhöchstens einen Wohnbezirk bauen. Ich weiß nicht, ob das clever ist hier nah an der Klippe. Wir machen einfach mal. Krieg 3. Echt? Weiß nicht. Kostet ja auch Ressourcen, ne? Erstmal ein. Warte mal, bauen die den jetzt? Nee. Wo bestätige ich das denn? Schrottteile. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen kompliziert. Okay, um Scrap, klar. Schrott wird wöchentlich gesammelt. Du kannst Schrott eintreiben. Aha. Eis brechen. Oder hätten wir erstmal komplett da Eis brechen sollen? So. Ja, warte mal, wo wird das denn gerade aktiviert? Warte mal, Eis brechen. Beziehung neutral. Hunger steigt deutlich, gefallen. Schrott zurückgeben. Schrott eintreiben. Beziehung verschlechtert sich. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Komme ich jetzt nochmal hier ins Fragezeichen Ding? Ah, warte mal hier. Eis brechen.
Wir schauen uns nochmal das Video einfach an. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Der Haken, warte mal. Ich habe den Haken nicht gesetzt. Aber würden wir überhaupt da hinten runterkommen? Ja, würden wir. Ah. Gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich verstehe. Wir machen das jetzt erstmal. Wir machen jetzt einfach das alles, was uns von uns verlangt wird. Jetzt habe ich leider schon ein bisschen Zeit verschwendet, ne? Kälte, ja, wir können jetzt eh gerade nichts machen. Sieht aber schön aus. Muss man schon sagen. Gefällt mir. Das macht ihr toll. Ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen. Das Eis brechen. Kälte, alles super. Es fühlt sich irgendwie direkt an, dass wir irgendwie voll den Zeitdruck haben. Mal nochmal Eis brechen. Können wir nochmal machen, oder? So, dann nur hier rum. Wir werden nochmal Öl. Was ist das denn hier? Ah. Sind keine Ressourcen. Warte mal. Nein, nein, nein. Wir machen das anders. So. Eine Förderfabrik. Die bauen wir dann hier drauf. So, das Gebiet muss dann so groß sein. Das dann ganz gerne, ey, warte mal. Wir machen das erstmal hier frei. Ich würde das ganz gerne direkt hier auch in dem Bereich haben. Das dauert ja nicht so lange. Ich hätte erstmal hier alles machen sollen. Ich dachte, das ist irgendwie ein bisschen begrenzt. Warten wir mal kurz ab. Und dann schalten wir den Ofen, ja. Müssen wir mal schauen, wie genau wir das machen werden. Ich hätte erstmal direkt alles hier rum machen sollen. Ich habe nur Nahrung gesehen und dachte mir, yo, da gehen wir hin. So, jetzt aber. Machen wir dann so. Gut. Zentrum bauen. Warte mal, Nahrungsvorratszentrum. Fabrik, Nahrungsmittelbezirk, Wohnbezirk. Aber hat das irgendwie einen Einfluss, wo ich das baue? 100 Arbeitskräfte, Fertigbauteile, Schrottteile. 15.000 Vorratskapazität erhöht. Da. Sinkt den Arbeitskraftbedarf. In Nahrungsmittelbezirken. Das heißt, man sollte das schon näher da hinten bauen. Weiß nicht. Wahrscheinlich, ob wir dann verhungern. Behausung, Nahrungsmittel. Können wir mehrere davon bauen? Wohnbezirke. Da ist es gut, weil hier Wärme ist. Dann machen wir einfach
Also man sollte mir da drum noch buddeln, ne? Eis brechen. Warte mal, sind die hier fertig? Ups. Machen wir mal. Ich glaube, ich bin da schon so ein bisschen lahm, ne? So gut ist, wie ich das mache. Wir werden sehen. Das ist ja erstmal der Prolog und dann schauen wir einfach weiter. Was haben wir denn noch hier für Ressourcen? Das sieht man nur im Baumodus, ne? Wir werden schon nicht sterben. So. Als ziehe schwarze Masse durch die Leitung fließen, bricht das Volk in Jubel aus. Tote, was? Körper, dieses alte Maschine. Also. Wie wichtig ist aber, dass es bereits Schutz vor vielen Schneestürmen geboten. Aha, aha. Der Ofen des Sonnens automatisch Öl in der Wärme umwandeln. Ich verstehe. Zum Teil. Hier gibt es keine Wärme, ne? Nur da. Dann warten wir noch, bis wir hier Eis gebrochen haben. Hä? Also haben wir doch gemacht, ne? Nee. Hä? Ach, ich hab, oh, ich hab wieder falsch gedrückt, ne? Wirkt auf andere Bezirke. Wirkt auf diesen Bezirk. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. 100%. Nein, nicht abreißen. Ich denke, das ist erstmal in Ordnung so, oder? Hoffe ich. Wir werden sehen. Förderung. Könnte man das noch? Nee, ne? So, machen wir nochmal. Und dann schnell einen Wohnbezirk, sobald das hier fertig ist. So schlau? Ich denke ja. Ich hoffe ja. Okay. Weicheffekt. Das heißt einfach jetzt auf an. So, der Ofen läuft. Wir haben genug Öl, um den aktuellen Bedarf zu decken. Die Kälte wird uns dennoch zusetzen. Aha. Ja, das, da bin ich dabei. Okay. Das heißt, wir müssen als nächstes hier. Das hier machen. Dann Eis brechen. Sehr schön. Ich das Eis um ein Gebäude an einen Förderbezirk. Alles klar, baue zwei Wohnbezirke, sind wir dabei. Ich mache direkt mehrere, ne? Ist das übertrieben? Was ich gerade tue? Oder ist. Ne, warte mal, ist das jetzt ein großer Wohnbezirk?
Weiß es nicht. Wir werden sehen. Sobald es fertig ist, werden wir sehen. Die wird jetzt auch gebaut. Sehr schön. Okay. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass ich sterben werde im Prolog. Tag 2, Woche 19. Zu Hause. Also hier oben, ist hier in Englisch. Behausungen werden insbesondere Wohnbezirke gestellt, aber denkt daran, dass auch Bezirke Wärme benötigen. Klar, wenn der Wärmebedarf der Stadt nicht gedeckt ist, steigt die Kälte. Aha. Ja, dann sehen wir, wo überall Wärme ist, aber das scheint ja hier erstmal easy zu sein. Eisbrechen. Ups. Man muss aber immer alle ausschöpfen, ne? Oh, warte mal. Hinten, ja. Mal hier hin. Weil dort ist ja auch Nahrung. Dann können wir uns bis hier hin und hier gibt es ja auch wieder Wärme, oder? Ich glaube ja. Ganz kurz schauen. Hier hätten wir nochmal Öl. Und hier rum kommen wir nicht rüber. Aber wenn wir hier rum. So, zack, zack, zack. 20 krank gemeldet hier, nice. Ich weiß nicht. Anforderung 100. Wie sagen wir da? Ich verstehe das Ganze jetzt noch nicht so 100%. Ich baue zwei Wohnbezirke. Das heißt, wir warten jetzt bis zum Eisbrechen, dann bauen wir hier auch nochmal drumrum. Oder? Die Kälte, unsere Einwohner sind aufgrund der Kälte eingefroren. Na super. 60 Leute sind erfroren. Das läuft ja gut. Keine Ahnung, ob ich das so richtig mache. Ich weiß nicht, soll man hier Nahrung jetzt bauen? Ich glaube nicht, wir machen jetzt erstmal hier fertig. Und dann schauen wir. Achso, ist ja eh alles zum Lernen, soweit ich weiß. Wir brauchen auch Nahrung, aber Nahrung ist auch besser, wenn das hier gebaut wird, oder? Warte mal, wir können ja schon mal hier Nahrungsmittelbezirk machen. Wohnbezirk Nummer 2. Kann man auch sagen, fertig? Sollen wir die jetzt auch lieber hier rumbauen oder geben die Wärme an die ab? Ich weiß es leider nicht. Ach, ich glaube ja, ne? Also ich hätte das anders bauen sollen, also hier und dann zack, zack und dann so in diese Richtungen. Ich glaube, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht, kann es sein? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, sobald es hier fertig ist. Dann müssen wir gucken mit der Nahrung irgendwie. Könnte man noch Förder hier so erweitern? Nee, ne? Nö. Eis brechen. Hier müsste ja auch wieder Wärme sein, ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir sterben, ob wir überleben. Also, über 25, 19, nicht erfüllt, 19.
Das heißt, wenn Wohndingens fertig ist, das heißt, Nahrung brauchen wir auch, Materialien Defizit. Deswegen müssen wir schnell hier rüber. Nahrung, ich weiß nicht, sollen wir hier trotzdem Nahrungszentrum? Das ist besser, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Mal lieber hier. Ich weiß nicht, wo es am meisten Sinn macht. Wie steht hier? Kapazität, klar, bababam. Senkt den Arbeitskräftebedarf in benachbarten Nahrungsmittelbezirken. Was wäre hier das Nahrungsmittelbezirk? Das heißt, wenn, dann müsste ich das hier hinhauen. Da wird dann noch das Symbol angezeigt. Und hier halt nicht. Ach, und das Ding ist einfach mal hier hin. Wird schon richtig sein. Hoffe ich. Was ist das hier für ein Symbol? Mehr abwesende Arbeitskräfte durch Krankheiten. Die Raumbedingungen, Belastung, wodurch es immer weniger. Aha. Wenn es so weitergeht, verlieren wir Arbeitskräfte, was letztendlich so erhalt ist. Okay, ich verstehe. Hier. Eis brechen. Einmal hier rum, bitte. Okay. Dann gucken wir mal, wie es jetzt gleich aussieht, wenn wir jetzt zweite Wohnbezirk gebaut haben. So, Zugriff auf Nahrung schaffen. Ja, unser Volk Wärme. Da, da, da. Ja, zuerst müssen wir Eis brechen oder einen kleinen Fleck hochbauen. Aha. Da müssen wir Nahrung in leicht zugängliche Depots einlagern. Wir müssen uns beeilen. Aha, wir haben unser Überleben vorerst gesichert. Jetzt müssen wir Nahrung einlagern. Ist es gut, dass es da hinten ist? Ich hoffe ja. Wir werden ja hier auch nochmal bauen. Warte mal. Das heißt, hier müsste ich auf jeden Fall auch gleich Eis brechen. Hier die beiden Plätze. Schrottteile. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch hier hinten hin. Die beiden Richtungen. Da unten ist noch zu weit weg. Das heißt, wir bauen uns in die Richtung gleich. Erstmal. Ja. Sehr gut. Okay, Wohnbezirk. Das sieht alles ganz gut aus. Nicht erfüllt. Also brauchen wir noch ein bisschen. Mal Wohnbezirk. Okay, die strahlen anscheinend genug Wärme aus. Machen wir noch mal einen zweiten. Einen dritten meine ich. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber wird da jetzt Nahrung eingelagert? Müsste ja eigentlich, oder? Oder ist es zu weit weg? Ah, kann ich auch nicht machen. Wir müssen erstmal weiter hier Eis brechen. Wir brauchen Ressourcen. Öl sieht noch gut aus. So, was ist das hier überhaupt? So. Wenn wir hier ein bisschen freigemacht haben, dann holen wir uns auf jeden Fall das hier.
Das wäre schon mal ganz gut. So, das sind natürlich seine Hände rieseln. Was? Wir waren schon so oft hier. Der Boden ist langsam ausgelaugt. Noch ein paar Mal und es macht keinen Sinn mehr. Was? War da überhaupt was am Wachsen? Ich habe gar keine Nahrung gesehen. Schön die Gürtel enger, ansonsten reicht es vielleicht nicht mehr für alle. Ah, und wo kann ich mich entscheiden? Gürtel enger schnallen. Hunger steigt deutlich. Nahrungsbedarf pro Kopf sinkt. Müssen wir machen, glaube ich, ne, oder? Aber wie lange hält das an? Da werden die auf jeden Fall sauer, die Leute. Fallen, Vertrauen, besonders. Nee, ich sag erstmal nicht. Ich will nicht, dass die Leute verhungern. Wir sind ja hier bald durch. Wir können ja hier jetzt schon mal Nahrung. Wäre es besser gewesen, hier das Ding zu bauen? Ich weiß nicht. Ich vertraue auf die. Toten begangen. Wir trauen Seelen, die jüngst im Leben verloren haben. Wenn es Ölgrub und lassen ihre Leiden. Der Kraftstoff, der uns im Leben wärmt, soll uns auch im Tode ein Zuhause bieten. Jedes Mal, wenn Menschen sterben, leidet das Vertrauen. Gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Bewerten und kommentieren nicht vergessen und bis zur nächsten Folge wieder.